Jo, Freunde, ihr fliegt im Motorsport oder du seid gegrüßt heute an die Dienströtchen Daily Race auf der Nürburgring Nordschleife unterwegs in Gruppe 3 Kisten, Gruppe 4 Kisten. Wir fahren den Nissan GT-R, der wahrscheinlich hier so fürs Rennen besten Karren. Sind zwar auch andere Autos schnell von der Gruppe 4 Wagen, aber irgendwie, ja, so fürs Rennen ist schon der Skyline, fährt er sich am sichersten, am komfortabelsten. Leicht untersteuernd, aber trotzdem geht er immer noch gut ums Eck. Ich habe es schon mal mit dem Honda NSX probiert, aber zu giftig ist war auch schnell. Viper habe ich auch schon probiert, auch schnell, aber auch viel zu giftig. Gibt auf jeden Fall den Subaru, kann man bestimmt auch fahren. Gibt auf jeden Fall auch Karren, die wir fahren können. Nur hier vor uns der Jaguar, was das ist. Das ist Aston, ich glaube Jaguar. Ich glaube, der geht auch ganz gut, aber schon so fürs Rennen wünscht man sich dann doch eine Karre, mit der man nicht ganz so schwitzen muss. Da ist der Nissan. Ei. Kaum angesprochen, dass der Nissan sich besser fährt. Und schon geht er weg. Tja, moin. Das war's aber komplett. Ja, er macht doch mal direkt den Ausflug. So, ja, hier mal strecken, dass ich da wieder rankomme. Alle schnelle Jungs. Ja, ich denke mal, die halten sich ein bisschen gegenseitig auf. Einer geht fliegen, ist auch in Ordnung. Ja, sehr vernünftig. Solche Leute bitte mehr, die nach dem Fehler auch nicht wieder direkt auf die Ideallinie joinen. Sehr vernünftig. So. Ja, bis jetzt alles soweit fair auch da vorne. Kämpfen wir uns langsam wieder ran. Ne? Ich hoffe, der hält uns jetzt hier nicht zu sehr auf. Macht jetzt gerade nicht den Eindruck, als wäre schnell der Kollege. Nochmal, wir untersteuern hier. So, schon P13. Diesmal lass mich bitte vorbei, mach keine Faxen. Okay. Ich fahr Gas, es gibt für P12 wieder so viel Preisgeld. Möchte er natürlich haben. Idiot. Tja, hättest du mal nicht das Preisgeld gerochen, weißt du? Wollte wieder unbedingt auf Krampf
Naja. Man muss das Ganze sich auch dann einfach mal zu Nutzen machen, also wenn du solche Spezialisten da hast. Das Karussellpferd, das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Bin ich auf jeden Fall grottig schlecht. Es ist schwierig schon, jetzt sich da ranzuarbeiten. Das sind halt alle schnelle Jungs. Kommt auch dazu, dass die Nordschleife jetzt nicht so meine Strecke ist. Ah, okay, da ist doch schon wieder jemand. Stark abgefangen. Das sollte reichen am Ende der Dittinger Höhe. P11. Ja, ist doch in Ordnung. Der nächste, der auf Krampf unbedingt. Siehst du, hättest du das jetzt nicht gemacht, hättest du vielleicht nochmal kontern können. Aber jetzt mache ich auch seine Scheiße. Gar kein Problem. Oh, Yellow Fleck. Das war schon eine schlechte Linie. Das war jetzt richtig schlecht gefahren.
Ja, ich glaube, der Typ hinter mir ist rausgeflogen. Nächste fliegt raus. Da wieder raus. Nächste fliegt raus. Okay. Dann können die mal einfach mal die Leute vor mir rausfliegen. Hey! Jawohl! Dein Ernst? Ah, ich bin aber viel zu vorsichtig. Ja, hat's wahrscheinlich noch P12, der wird mal von hinten Attacke machen.
Schade. Schade. Kann man ja mal probieren. Wenn es euch gefallen hat, aber ich möchte, dass das halt funktioniert, es wäre schön, dass meine Hörer gewesen sind. Seid ehrlich. Und an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut. Haut rein. Ciao.